Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Wo müssen wir nochmal hin? Erstmal Sound leiser machen, Alter. Boah. War ein bisschen sehr laut. Bisschen sehr, sehr laut. Wo muss ich hin? Ach, da hinten, okay. Ah ne, wir hatten doch hier noch. Genau. Hier oben hatten wir doch noch irgendein Geheimnis. Darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Beziehungsweise irgendwas. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen, wir brauchen Antworten. Achtung, ich hab was gesehen. Feind entdeckt! Oh nee! Okay. Das war einfacher als erwartet. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Sie versteckt sich noch. Da an die Leiter könnten wir ranspringen irgendwie. Und an diese Leiter. Okay. Ach, hier oben war eine Kiste, okay. Alles klar. Wunderbar. Hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Irgendwo. Moment. Immer okay, da kann ich nicht rauf. Ah. Oh. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Wahrheitssuche entdeckt, okay. Vielleicht in einem dieser Spinde. In einem dieser Spinde? In welchen Spinden denn? Welche Spinde meinst du? Lara. ach da. Diese Spinde meint sie. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Ja, das stimmt allerdings. Das haben wir auch schon entdeckt. Warte mal, da war gerade ein Zeichen an der Wand. Können wir das lesen? Nee, ne? Nee. Geh mal runter, genau. Wo sind denn die ganzen Spinde? Spinte. Nase juckt. Ja. Da ist noch einer, ich habe ihn gerade gesehen. Hier rechts. Links. Da ist Blut dran. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Okay. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Östlich von hier? Nur in Osten. Ah, da hinten. Moment. Ja, muss ich ja hier lang. Meinst du durch die Höhle? Nee, oder? Das ist ein grüner Punkt. Heute. Ich glaube, wir müssen durch diese Höhle da hinten. Macht Sinn, da ist dieses Totenkopf-Symbol. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das heißt, irgendwo hier hinten muss eine Höhle sein. Hier scheint eine zu sein. Ah, da hinten. Oder? Lol, hier ist ein Tiger!
Der lebt ja immer noch. Uiuiui, hier ist ein... Warum ist hier denn ein Tiger, Alter? Alter. Einfach ein Tiger, okay. Okay. Akzeptiere ich so. Das sieht interessant aus. Waren wir in der Höhle schon drin? Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Okay. Okay. Ich habe jetzt schon eine Idee, wie ich den Part nenne. Irgendwas mit Hexe, glaube ich. Mal schauen. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Cool. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Okay. Nett von dir. Und hier ist ein Lagerfeuer, okay. Interessant. Upgrades verfügbar, Ausrüstung. Oh. Jäger, mehr Pfeile tragen. Ist eigentlich ganz nett, ne? Mehr Munition und Gewehrmunition. Ich glaube, Pfeile ist eigentlich recht nett, ne? Und normal, Munition auch nochmal, okay. Nett. Sehr nett. Könnte auch nochmal ein Giftpfeil. Und nochmal ein paar normale Pfeile haben wir jetzt gemacht. Sonst haben wir nichts mehr an Upgrades. Okay, alles klar. Alles klar. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Okay, muss ich das vielleicht mit mittlerer Maustaste anvisieren? Nee. Ach nee, das war das, genau. Ja, hinschießen. Okay. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ah, hier kann ich auch noch hoch. Okay, cool. Da hoch. Spring. Und spring. Oh. Puh. Ach Gottchen. Shit. Oh Gott. Ich hab vor Schreck einfach Leertaste gedrückt, ey. Einfach vor Schreck Leertaste gedrückt, alles klar. Okay. Stimme Gottes. Eieiei. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, komm! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Okay. Hast du das gehört? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Alter. Ja, das war doch das, wo ich auch... Warte mal. Kam ich von hier nicht? Nee, ne?
Nee, gar nicht. Gar nicht, von hier kam ich nicht, nee. Nee, nee. Aber hier haben wir Dinge. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. So was? Eine Fackel oder so vielleicht? Weiß man nicht. Wir klettern einfach mal ein bisschen hier hoch. Können wir das hier schon mal alles verbinden, würde ich jetzt mal meinen. War das hier... Von da kamen wir, ne? Genau. Ja, von da kamen wir. Okay. Haben wir das schon mal. GG. Das war... Wow. Das war ja mal super gut. Bin ja begeistert. Kann ich da oben nicht ran? Doch, kann ich. Okay. War nicht knapp. War nicht knapp, nein. Auf keins. Alter. Alter. Okay. Das ist... Hä? Hä? Warum hat Ladder sich nicht festgehalten? Wieso nicht? Bring! Bring! Du bist ein ziemlich weit oben gerade gewesen. Mit deiner... Hä? Okay. Jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's langsam richtig lächerlich. Hoppa! Hä? Ich mach alles so wie vorher. Ich drücke auch E und so alles im gleichen Moment eigentlich. Aber okay. Okay. Wenn das Spiel meint, mich mobben zu müssen, dann mobb mich halt. Aber okay. So, jetzt aber, oder? Jetzt aber. Komm. Ja. Meine Güte. Du musst nicht in den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Okay. Karte aktualisiert. Geheimnis entdeckt. Okay. So, jetzt können wir hier... Das. Ich will hier trotzdem mal langlaufen. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nettes zu entdecken, oder? So wie eine Karte. Und eine Wand. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ja, möglich. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Okay. Die können wir nicht aufmachen. Definitiv etwas hinter dieser Tür. Ja. Dann mache ich damit die Tür jetzt auf. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ach Mensch. Ich muss durch diese Tür. Münzen. Hä?
Oder muss ich von hier aus ziehen? Ja, ich muss von hier aus ziehen, glaube ich. Mit dem Wind zusammen? Ja, irgendwie so. Wie es aussieht. Alter. Okay, so langsam ist echt ein bisschen nervig, sag ich mal. Kann ich vielleicht, wenn ich Dollar auflade oder so, stärker ziehen? Nee, das bringt doch gar nichts. Oder doch hier durchziehen. Ich bin verwirrt, Leute. Bin verwirrt. Muss doch hier hinziehen, ja doch. Klar. Aber so weit fliegt der doch gar nicht. Ich warte noch mal, bis der Wind komplett da ist. Diesmal von hier. Nee. Warte nochmal. Einmal noch. Auch nicht. Ach komm. Nö, ist mir egal. Ist mir jetzt egal. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Ja, ist auch irgendwie nicht gefährlich oder so. Nein. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Okay. Oh, lol. Ich habe erst nicht gesehen, dass ich springen muss, ey. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Kann ich mich nicht hinsetzen? Oh Mann. Mann. Nicht cool. Bisschen schade. So ein bisschen. Okay. Dahin. Dahin. Darüber vielleicht? Vielleicht ist hier noch irgendwas. Scheint aber nicht so. Nee. Suche nach Großvater. Nadia, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Alle Hoffnung aufgeben, Achievement haben wir gerade bekommen. Okay. Okay, hier oben geht's weiter. Aber wir setzen uns jetzt erstmal hin. Gemütlich ans Lagerfeuer. Hier wollte ich, ne? Genau, Doppelpfeil. Höchstwahrscheinlich gestanden Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an. Und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, ob die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Okay, das ist nett. Und Leute, wir beenden hier den Part, würde ich mal sagen, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.